Ja, und bei uns geht's weiter mit mittendrin. Das war ein richtig erfolgreiches Wochenende für die Bewohner im Bestwiger Ortsteil Berla. Gestern eine große Feier. Der Ort wurde 950 Jahre alt. Ja, und heute stand Berla eben schon wieder im Mittelpunkt. Horst-Joachim Kupka, der hat sich Berla angeschaut, hat Berla besucht. Und er hat schnell gemerkt, die Berlarer, die sind immer noch in Feierlaune. Für uns ziehen sich die Berlarer ihre historischen Kostüme nochmal an und zeigen stolz die alte Schützenfahne aus dem Jahre 1888. Zum Gelingen des Jubiläums haben alle beigetragen. Und das ist auch heute noch deutlich zu spüren. 950-Jahr-Feier, das war gestern in Berla, aber heute herrscht keine Katerstimmung. Nein, wir können noch mal einen ganz kleinen Streifzug durch die jahrhundertealte Geschichte von Berla unternehmen. Hier vorne die Burgfräuleins, haben wir gerade gesehen, sind da. Der Nachtwächter ist da, die kommen aus dem Mittelalter. Die Schülerinnen und Schüler aus der sogenannten guten alten Zeit, die Erntehelferin, so haben sie ungefähr ausgesehen vor 200 Jahren. Wie lange haben die Berlarer eigentlich gebraucht, sich auf diese Feier vorzubereiten? Zwei Jahre. Zwei Jahre und in dem letzten Jahr fast wöchentlich. Und wie haben Sie die ganzen Kostüme gekriegt? Wo haben Sie die her? Aus Eversberg, Hallenberg und jetzt weiß ich nicht, wo sonst noch alle so nennen. Aus dem Internet, ja. Und was so Omas und Opas noch in den Ecken haben. Ja. Was hat Ihnen denn am meisten Spaß gemacht bei der 950-Jahr-Feier? Was fanden Sie am schönsten? Also ich fand es wirklich ganz toll, dass so viele Leute hier nach Berla gekommen sind und sich den Zug angeschaut haben. Das war eine wahnsinnige Atmosphäre. Was fandest du am schönsten hier? Dass so viele Leute da waren. Und heute? Die einen zeigten nochmal ihre historischen Kostüme, die anderen räumten auf. Keiner murrte, alle packten mit an. Gemeinsam. Jetzt wird aufgeräumt hier in Berla. Wie traurig sind Sie denn, dass alles vorbei ist? Schade eigentlich. War wirklich wunderbar. Drei Tage tolle Feiern in Berla. Sind Sie froh, dass es vorbei ist oder ist es ein bisschen schade? Ein bisschen schade ist es schon. Hat die Dorfgemeinschaft wieder ein bisschen zusammengeschweißt, das Ganze. Was hat Ihnen da besonders gut gefallen bei den Tagen? Ja, dass alle angepackt haben und dass alle sich beteiligt haben. Nicht nur Einzelne, sondern dass wirklich alle was gemacht haben. Was nicht selbstverständlich ist. Berla, das älteste Dorf in Bestwig. Heimat für 148 Menschen. Die meisten arbeiten in Bestwig, nur wenige Kilometer entfernt. Nur drei Landwirte arbeiten noch in ihren Betrieben in und um Berla. Die Nähe zur Landwirtschaft, sie prägt auch heute noch das Dorfbild. Landwirtschaft war gestern, na klar, auch ein Thema im historischen Festumzug. Wir dürfen noch mal mitfahren auf dem alten Erntewagen. So oder so ähnlich sind die Erntehelferinnen vor 200 Jahren mit der Ernte von den Feldern hier wieder ins Dorf gekommen. Das sieht ganz gemütlich aus. Heute jedenfalls, früher war das, glaube ich, eine richtig harte Arbeit. Aber dass sie mitgefahren sind im historischen Umzug, das zeigt auch, welche Rolle die Landwirtschaft ja bis heute eigentlich noch spielt in Berla. Frau Schüttler, wie ist denn das bei Ihnen? Haben Sie auch schon mal auf dem Feld gearbeitet? Nein, am Feld habe ich nicht gearbeitet, aber früher war es halt so, da hatte jeder seine zwei Kühe, zwei Schweine im Stall, um halt auch davon zu leben. Und heute? Wie ist es bei Ihnen heute? Heute haben wir keine Landwirtschaft mehr. Das hat sich, sind halt jetzt nur noch die Weihnachtsbäume, die eine Rolle spielen, aber jetzt Tiere haben wir selber nicht mehr. Und wie ist es bei Ihnen? Haben Sie noch Landwirtschaft? Ja, wir haben noch ein bisschen Landwirtschaft. Wir pflanzen immer noch eigene Kartoffeln an und haben halt Obst und Gemüse noch ein bisschen für den Eigenbedarf. Maschinell oder mit der Hand? Mit der Hand. Ist das nicht zu viel Arbeit oder macht das auch Spaß? Wenn die Familie zusammenhält, macht es auch Spaß. Wenn man alle zusammen auf dem Feld ist, Kartoffeln aufliest, das ist auch was. Auf den Wiesen von Berla geht es weniger beschaulich zu. Ein paar Regentropfen sind bereits gefallen. Die Bauern wollen das bislang noch gute Wetter nutzen und das geschnittene Gras jetzt so schnell wie möglich einfahren. Heutzutage geht natürlich alles viel schneller hier auf den Feldern um Berla. Ich denke, es muss auch schneller gehen, denn wer weiß, wie lange das Wetter noch hält. Und ich kann mir vorstellen, Landwirte hier, die stehen ganz schön unter Zeitdruck. Herr Meschede, die ersten Tropfen sind schon gefallen gerade. Unwetterwarnung für Nordrhein-Westfalen. Wie sicher sind Sie denn, dass hier noch gutes Wetter bleibt in Berla? Ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass wir das bis heute Nachmittag noch wegkriegen. Warum?
Der Prophet müssen ja nicht immer recht behalten. Wir sind im Island-Pferdezentrum Sauerland, eine der Attraktionen von Berla. Island-Pferde werden hier gezüchtet, Pferd und Reiter geschult. Die mehrfache Weltmeisterin und Trainerin Jolly Schwenk zeigt uns das Tölten. Dabei setzen die Island-Pferde jeden Fuß einzeln auf. Hört ihr, Leute, lasst euch sagen, die Uhr hat 13 Uhr geschlagen. Zeit für die Verlosung und das ist eine Sache der Schulkinder hier in Berla aus der guten alten Zeit. Alle sind noch mal da in ihren tollen Kostümen, haben so lange ausgeharrt, finde ich ganz toll. Franziska, bitte kurbeln. Ja, genau, einmal rum und jetzt öffnen wir die Lostrommel, die Spannung steigt. Du mischst einmal ganz kurz durch und ein Kärtchen rausnehmen jetzt. Machst es dann auf, wunderbar, und gibst es mir. Und das ist Sutrop bei Warstein, liebe Sutropper. Ja, wir freuen uns für Sie, melden sich im WDR-Studio Siegen und wir gucken uns jetzt nochmal um hier in Berlin. Ja, nach mittendrin ist vor mittendrin und deshalb kümmern wir uns ab sofort um den nächsten Ort. Das ist Sutrop bei Warstein und dabei dürfen Sie uns auch gerne helfen. Wenn Ihnen nämlich was Spannendes einfällt, erzählen Sie es uns. Einfach anrufen, kostenlos unter 0800 5678 880 oder Sie schicken uns eine E-Mail an lokalzeit.südwestfalen@wdr.de.